Moin Moin, willkommen zurück, Hallöchen, Pupöchen, wir sind wieder am Start hier bei Icarus. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht doch mal ein bisschen Ordnung wieder reinkriegen hier in meiner, ja, ach so toll gewollten Küche. Aber ich glaube, die Küchenzeile habe ich drüben gemacht. Die habe ich drüben gemacht, ja. Ja. Lass uns mal rüber. Lass mich mal kurz was essen. Ah, Moment. Ich weiß, dass ich jetzt eigentlich da hin wollte. Aber, guck mal, das ist auch schon fertig. Geht's hier nochmal? Oh ja, es geht nochmal. Ja, ja, klar. Ich habe ja wieder ein bisschen Silizium bekommen. Sehr schön. Nehmen wir das doch mal mit. Damit wir hier nochmal wieder ein Stück machen können. So, Beton. Dann kommt hier. Oh, jetzt hatte ich einen ganz kurzen Leck und bin runtergefallen. So. Dann wieder einen hoch. Weißt du, und so hangel ich mich jetzt eigentlich da hinauf. So. Ja, guck mal. Und dann machen wir hier natürlich auch Geländer dran, dass ich nicht unbedingt da was hinkriege. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich das am gescheitesten mache. Ich möchte natürlich schon diese Situation hier so gut es geht nutzen. Also alles... Warte mal, Geländer haben wir doch, ne? Ich hatte doch schon Geländer gebaut. Also Holzgeländer. Nein, habe ich noch nicht. Dachte, ich hätte schon gebaut. Haben wir noch irgendwo Kupfernägel? Nö, ne? Hab keine Kupfernägel mehr, ne? Das ist aber doof. Eigentlich habe ich gedacht, ich könnte jetzt da ein bisschen so... Ja. Aber so ist schon mal so der Aufstieg schon mal gedacht, ne? So möchte ich gerne aufsteigen. Es kommen natürlich hier, damit es auch richtig aussieht, entsprechende Balken ja noch ran. Damit es nicht so in der Luft hängt, ne? Kommen da ja auch noch mit ran. Dementsprechend wird es auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich habe Zeit. Ich habe Zeit der Welt, bis das hier endlich mal... Ah, oh, warte. Hab mich ja neu eingeloggt. Habe ich überhaupt jetzt noch Kupfernägel? Ich habe noch Kupfernägel, aber nicht mehr allzu viel. Aber vielleicht reichen sie ja. So, Kupfererz. Golderz. Aluminium. Eisen. Wir hatten... Ja... Genau. Lassen wir... Oh, 31 Platinen. Machen wir mal... Wie viel bräuchte ich denn? Also den Küchentisch bräuchte ich... Ah ja, genau, für den Küchentisch. Dann lass uns doch mal bitte kurz das veredelte Holz holen, damit ich mir meinen Küchentisch wieder machen kann und damit der Ofen wieder steht. Bevor das ganze Epoxid gleich wieder leer ist. Gib mir mal das her. Wie sieht's hier aus? Nimm nochmal Kupfer mit. Nimm nochmal Schwefel mit. Gold brauche ich gerade nicht. Nimm nochmal Aluminium mit. Wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal ein paar Plattformen. 15 Stück. Ja, mach mal 15 Stück. Das ist in Ordnung. Das sollte doch funktionieren. Warte mal, was war das jetzt? Nochmal Eisen haben wir hier. Machen wir mal geschwind den Küchentisch, damit ich das endlich mal wieder aufbauen kann. Und dann brauchen wir 15. 15 Platinen brauchen wir aber da auch nochmal. Was sind denn 16 und 15? 31. Hm.
31 genauso viele wie ich bauen kann. Wow. Aber da hatte ich schon welche. Ich hatte schon welche gebaut. Egal. Komm, das ist egal. Das Schwefel packen wir hier mal rein. Hier packen wir... Oh Gott. Ich muss mal einen Schrank hier auch herholen oder so, ne? Ich muss mal ganz dringend Schränke hier herholen. Jawohl, hochgestuft. So, 31. Guck mal, 12 haben wir da übrig. 50 Betonbauteile. Das nehmen wir erstmal hier. Skillen wir uns erstmal wieder hoch. Und zwar, was haben wir denn da? Gewicht von Steinteilen. Erhöht Holz, Stein und Faserertrag. Ja. Ja. Wohngebäude. Da wollten wir noch was skillen. Glasrabatt. Strohbauteile nicht unbedingt. Holzbauteile kosten weniger. Holzschlepper, Steinschlepper. Ja, das ist jetzt aber nicht unbedingt. Was ist das? Lagereinsatzgegenstände verfügen über größere Inventare. Hergestellte Gegenstände erhalten die Veränderung erweitert 1. Plus 3 allgemeine Slots Inventar. Aha. Mehr Platz. Das hört sich doch gut an, oder? Oh, was? Nee. Wieso hat der sich jetzt erschrocken? Naja, eigentlich habe ich mich erschrocken, ne? Macht ja nichts. Aluminium, Kupfer, Gold, Carbonfaser. Carbonfaser. Machen wir nochmal Baumharz hier. Carbonfaser. Warte mal. Manchmal echt nicht einfach, ne? Also Aluminium, Silizium. Weil Aluminium und Silizium... Wir haben hier nochmal 30 Nägel, ja. Aluminium, Silizium mitnehmen. Warte mal. Jetzt machen wir erstmal hier die Küchenzeile hin. Die ich nicht eingepackt habe. Ich... Hallo, Alter. Junge. Kannst du mit deinem Hirn auch manchmal bei der Sache bleiben? Nein, kann ich nicht, weil ich kann hier und da was machen. Kann mir gerade nichts zu essen machen. Weil ich vergessen habe, wie es geht. Mann, Alter. Manchmal hast du echt einen Sockenschuss, oder? Ja. Manchmal ja schon. Ah, mei, oh mei. Manchmal ja schon, also. So, jetzt mach mal. Mach mal hier ein bisschen 28. Na, mach mal erstmal 20, ne? Also, wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Ich lasse mal die Nägel da. So, das haben wir hier. Silizium. Haben wir hier. Und Aluminium haben wir hier. Was brauchen wir noch? Ich glaub nix.
schon wieder so ein Jungtier, was hier rumlungert. Drei Carbonfaser. Genau. Einmal drei Carbonfaser bitte herstellen. Schön, ne? Wenn man so viel zu Hause am Rumwerkeln ist. Ziehen wir das durch. Genau, zieh das mal durch. Da ist das da. Und brauchen wir Golddraht und. Oh. Ich habe so gut wie keinen Kupferdraht. Wir müssen nochmal wieder Kupferdraht herstellen. So, das ist fertig. Na, jetzt brauchen wir noch Kupferdraht. Okay. Schau mal, wo ist denn das Kupferdraht? Da. Also. Oh, was? Ach ja, ich brauche zwei. Oh, ich bin manchmal echt. Okay, warte mal, fünf. Baumharz? Ne, dann mach mal hier. Dann brauche ich noch mal Aluminium. Ja, da muss ich schon sagen, manchmal brauchst du von hier was, von da was. Und das ist teilweise echt hart. So, jetzt machen wir mal das Zeug da, die Carbonen. So, und dann brauchen wir nochmal, wenn ich davon zwei herstelle, brauchen wir nochmal Stahlschrauben und nochmal Aluminium-Stahlschrauben. Irgendwo habe ich gar keine Stahlschrauben mehr. Verdammt. Eisenbarren und Kohle. Eisenerz und Kohle. Müssen wir noch mal ein bisschen Kohle holen, ne? Oder? Alt, jetzt gehe ich erstmal hier das Ding platzieren. Mein Küchentisch. Und dann kommt mein Ofen daran. Uhu, so. Da können wir in Zukunft auch wieder kochen. Das sind jetzt doch Stahlschrauben. Brauche ich die Stahlschrauben hier? Ja, brauche ich auch. Aber nehme ich erstmal so mit. Und wir brauchen nochmal Aluminium. Aluminium, Aluminium. Halt, Stahl. Na, nee, haben wir jetzt den Stahlschrauben geholt. Oh. Immer diese kleine Zentimeter. Achso, da müssen wir nochmal ran. So, jetzt haben wir es aber, gell? Ja, lassen wir das Silizium kurz hier. Dann nehmen wir mal das und das mit. Und wir wollen Kabel holen. Sonst wird daraus nämlich nichts. Machen wir hier mal die Stahlschrauben wieder rein. Hier machen wir mal geschwind das Aluminium rein. Mein Stromkabel, genau. Ein Signal brauchen wir dafür. Jetzt haben wir aber nochmal Geländer. Ich guck mal kurz, wie das so aussehen könnte. Weißt du, wenn wir jetzt mal sagen,
Hier fangen wir mal an. Ich bin mir nicht sicher, wie weit ich rausgehen müsste, ne, damit das auch läuft. Aber da würde dann keiner kommen. Muss ich ausprobieren, ne? Da müsste ich jetzt einfach mal einen von da unten nehmen. Einfach mal hier mit hinstellen. Weil, guck mal, denn so. So und so. Und dann so. Na, damit es hier hochgeht. Und dann natürlich hier nochmal eine hin. Und dann würde ich nämlich hier. So, weißt du? So ein bisschen drumherum. Da müsste ich aber dann ausprobieren. Ja, hier kann ich ja dann gar nicht so weit weiter. Ich glaube, das war auch nicht so angedacht, ne? Es war, glaube ich, angedacht, dass ich dann hier. Nee. Nee, wir probieren es mal. Wir gucken mal. Ich will jetzt hier nicht zu viel machen. Vielleicht brauche ich das gar nicht. Wenn wir jetzt hier einen drauf machen. Ja, wenn ich aber hier um die Ecke gehe, könnte ich da mal ein. Ja, das muss ich nicht mehr an. Vielleicht mache ich aber auch die Treppen dann ganz anders, ne? Weißt du? Vielleicht. Weiß ich gerade nicht. Egal. Ich gucke jetzt erstmal. Silizium war in der Richtung. Das war gar nicht so weit entfernt. Das war, glaube ich, das müsste in der Richtung gewesen sein. Da hatte ich Silizium gleich mal gefunden. Silizium, Erzoxid. Komm. Wir essen auch noch mal geschwind was. Ach, guck mal. Die Zeit läuft hier drin wieder ab. Ja, es wurde anscheinend behoben, ne? Die Zeit läuft wieder ab da dran. Cool, okay. Alles klar, dann werde ich jetzt anfangen, das zu salzen, ne? Zu pökeln, damit das auch mein Inventar länger hält. Ja, ja. Okay, dann haben wir das auch Problem gelöst. Denn verdirbt die Nahrung auch jetzt hier wieder. Alles klar. Gut, dann gehen wir Salz besorgen. Nebenbei, wenn ich gleich nochmal Salz finde, dann gehen wir das nämlich pökeln. Und dann ist das nämlich schön. So, ich bin bei 72. Sag ich doch, das ist gar nicht weit, das Silizium. Da ist es nämlich. Hier, hier ist das Silizium. Machen wir den Bohrer drauf. Hauen wir den dahin. Und den dahin. Den hauen wir hier hin. Drücken zum Interagieren. Ist natürlich Bergbaum. Silizium. Silizium mache ich weiß. Das ist in Ordnung. So. Wunderbar. So, jetzt wird hier Silizium auch schon mal dran geheftet. Gut. Nächstes Ding ist markiert. Hier. Also vier Bohrer habe ich schon laufen. Schon cool, ne? Silizium, Kupfer, Gold, Titan. Ich mache das immer so abhängig, wie ich es gerade brauche, ne? Das ist schön. Es kommt schon Silizium mit raus. Das ist geil. Das ist wunderbar. Freut mich. Ach so, warte mal. Was war denn das hier? War das Salz? Ja, das war zufälligweise Salz. Nehmen wir das doch mal mit.
Jetzt wird es wieder wichtig, dass wir pökeln. Und nicht zu viel im Inventar mitschleppen. Wir müssen noch was Silizium. So, Oxid für Baumharz. Also organischer Harz. Ich bin mal gespannt, ob ich den Dumper überhaupt denn irgendwann mal brauche. Weil ich das sowieso hier alles in Bohrer reinklatsche, ne? Wir schauen einfach mal. Wir lassen uns mal überraschen. Oh, warte mal, da habe ich was gesehen, ne? Das Silizium. Ja, das ist nochmal Silizium. Packen wir den ein. So, halt, bevor ich es vergesse. Rang 4. Und zwar die Kompositpaste. Ja, den Bio-Rückstandsreiniger. Ja, da kommt dann, wenn ich dann die infektiösen Sachen habe. Aber ich muss erstmal zur Chemiebank arbeiten. Erstmal. Also ich habe da noch einiges vor mir. Noch viel zu tun. Und eigentlich schon ulkig, ne? Ich habe schon 2, 4, 6, 8 Windräder mit zu Hause. 10 Windräder eigentlich schon gebaut. Das wäre schon ein ordentlicher Konsum für zu Hause. Aber ich brauche die ja da draußen, ne? Und hier muss ich jetzt nochmal gucken. Das muss ich dann nochmal überlegen, wie ich das... weil ich möchte gerne hochlaufen und runterlaufen. Ich weiß, wenn ich das da oben erstmal aufgebaut habe, brauche ich da oben nicht mehr hin, wenn du es so nimmst. Aber... ja... ich muss mal schauen hier, ne? Das ist so ein bisschen... guck mal, wenn ich jetzt da... und da geht's ja auch einmal raus, ne? Und dann würde da... aber dann würde ich den nächsten da oben bauen. Weißt du? Da oben. Und den dann auch entsprechend. Guck mal da. Ich glaube, ich brauche hier sowieso. Dass das noch hält, ist eine Wunder der Natur, ne? Guck mal, dann könnte ich doch da ein Windrad bauen. Hier ein Windrad bauen. Da hätte ich doch 3 theoretisch gemacht. Aber das muss ich mir echt überlegen. Damit es auch schön aussieht. Ich möchte es gerne auch schön haben. Ja. Warte mal, dass man dann hier sagt, so eine Wand rein, hier eine Wand rein, hier eine Wand rein, weißt du? Dann hat man hier so Geländer. Aber da muss ich mal... da muss ich mal schauen. Und wenn ich dann jetzt sage, guck mal, da bin ich hochgegangen. Dass ich dann vielleicht sage, okay, da die Treppen weg. Und dann gehe ich hier hoch. Also hier die Treppen weg. Weißt du, wie ich meine? Denn die Balken entsprechend vielleicht umsetzen. Oh, scheiße. Da habe ich mich genau auf die Treppe gestellt. Glückwunsch. Also die Balken dann vielleicht nicht dahin setze, sondern eher hier hinsetze. Ein bisschen größer machen und dann kann ich ja hier...
Nee, Quatsch, der bleibt ja da. Noch mal kurz ummodeln. Nee, Quatsch, warte mal, da. Balken. Hier Balken. Und dann geht das ja hier weiter, ne? Wir müssen da natürlich weg. So. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Lass uns das mal ausprobieren. Dann geht das hier so rum. Dann setzen wir da wieder einen hin, machen dann eine entsprechende Treppe. Nee, warte. Wir müssen noch ein hier rüber, dann die Treppe. Müssen wir hier aber auch wieder eine Treppe, damit wir nicht in Konflikt kommen mit dem da, gell? Damit wir nicht mit dem da in Konflikt kommen. Au! Warum bin ich jetzt so gelaufen? Das weiß ich auch nicht so wirklich. Guck mal, dann geht's hier hoch. Das müssen wir ausprobieren. Also das muss ich ausprobieren. Okay, habe ich nicht mehr. Ob das dann entsprechend hier im Weg ist oder ob ich hier wirklich laufen kann und dann hier an den Ecken vielleicht so Windräder setzen kann. Und hier, weißt du, müsste von da bis da müsste ausreichend Abstand sein. Eins, zwei, drei. Dann läuft es nochmal hoch. Dann machen wir hier nochmal so Pfosten. Pfähle. Und dann geht das schon, ne? Aber danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.